Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank fürs Kommen. Ich darf Sie im Namen der Labors AT Fortbildungsakademie und des Wunschbabyinstituts Feichtinger zu unserer Fortbildung begrüßen zum Thema Vitaminsubstitution bei Kinderwunsch. Was bringen Vitaminbestimmungen und die metabolischen Risikopatienten in der Schwangerschaft? Und ich würde vorschlagen, dass wir gleich in Medias Res gehen und der Professor Göbel von der Universitätsklinik für Frauenheilkunde der Medizinischen Universität Wien, damit ich es rauskriege, wird über seine Erfahrungen mit den metabolischen Risikopatienten in der Schwangerschaft sprechen. Herzlichen Dank. Also herzlichen Dank für die Einführung. Ich glaube, ich brauche dieses Mikrofon nicht, deswegen lege ich es einmal weg. Die meisten von Ihnen sind Gynäkologen. Es geht um die Thematik, die Vorbereitung metabolischer Risikopatientinnen auf die Schwangerschaft. Es geht sozusagen um das, was wir als Preconception Care kennen. Und die Frage ist, warum brauchen wir das? Und ich werde Ihnen dabei einige Risiken zeigen, die man bei Patientinnen mit einem Risiko für Gestationsdiabetes berücksichtigen muss, als auch Dinge, die Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie möglicherweise in Ihrer Ordination Patientinnen mit anderen Diabetesformen, mit Typ-1-Diabetes betreuen. Also warum brauchen wir das alles? Was bringt uns Preconception Care? Wir wissen, dass die Zuckerwerte in der Schwangerschaft, wenn man das so ausdrücken will, wenn sie steigen und wenn sie höher sind, mit einem schlechten perinatalen Outcome assoziiert sind. Da gibt es große epidemiologische Studien dazu. Das ist eine der bekanntesten, um auf die wesentlichsten Dinge einzugehen. Die Makrosomie, dann damit assoziiert die neonatale Hypoglykämie und die Kaiserschnittrate. Also das alles sind Dinge, die sind mit sogar subtilen Formen der Hypoglykämie assoziiert. Wenn jetzt das Ausmaß der Erkrankung ein größeres ist, wie bei Patienten mit präkonzeptionellen Diabetes zum Beispiel, habe ich zusätzlich mit geburtshilflichen Komplikationen zu rechnen, wie schweren Schulterdystokien und was auch ein erhebliches Problem darstellt für Patienten mit präexistenten Diabetes, auf das werde ich noch im Detail dann eingehen, eine gewisse Fehlbildungsrate. Und ich werde Ihnen auch Beispiele geben, wie man das, auf was man achten muss, um das zu reduzieren, dieses Problem. Aber wenn man auch wenn man im Weiteren denkt, wenn man an die Zukunft des Kindes denkt, hat man auch insofern das Problem, dass diese Kinder von Frauen, die einem Diabetes oder einer Hyperglykämie in der Schwangerschaft ausgesetzt sind, dass diese Kinder dann auch im weiteren Verlauf ein erhöhtes Risiko haben, dann später auch Adipositas zu bekommen oder einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Also es gibt genug Dinge, an die man denken muss, wenn man sich mit diesen Patientinnen befasst. Zunächst einmal für Sie, wenn Sie in Ihrer Ordination sind, die Frage, welche Formen von Diabetes gibt es und was ist jetzt hier konkret zu berücksichtigen? Welche Formen von Hyperglykämie? Da gibt es zum einen einmal die Dinge, die schwerer sind. Das wäre zum Beispiel Typ-2-Diabetes und andere Formen, Typ-1-Diabetes und die leichteren Formen, die in der Schwangerschaft auftreten, der Gestationsdiabetes. Wie Sie hier auch sehen, also beim Typ-2-Diabetes ist zu beachten, das ist oftmals vor der Schwangerschaft sogar unbekannt. Also das muss man denken, es hängt mit Adipositas zusammen, während beim Typ-1-Diabetes das nicht so ist, um Gestationsdiabetes, das zum ersten Mal in der Schwangerschaft auftritt, in der 24. bis 28. Schwangerschaftswoche. Das ist am bekanntesten bei den Gynäkologen, weil bekannt ist, dass man hier eben mit dem OGDD auf diese Erkrankung screent bzw. Testet. Das wissen die meisten von Ihnen, wissen auch die meisten von Ihnen, wie man das therapiert. Was weniger bekannt ist, ist, dass man schon am Beginn der Schwangerschaft darauf achtet, was mache ich mit einer Patientin, die ein erhöhtes Risiko hat für Gestationsdiabetes, inwieweit ist das zu beachten, welche Patientinnen sind das, auf die ich hier Rücksicht nehmen soll. Und die wenigsten werden sich noch Gedanken gemacht haben bei Patienten mit Typ-1-Diabetes, obwohl das ein sehr essentielles Thema ist und ich werde auch versuchen, auf diese Thematik einzugehen und insbesondere hier die geburtsmedizinischen Dinge zu berücksichtigen. Bleiben wir jetzt einmal bei den Patientinnen mit Prädiabetes und Diabetes vor der Schwangerschaft. Es kommt eine Patientin zu Ihnen, die Patientin hat gewisse Risikofaktoren.
Welche Risikofaktoren können das sein? Es gibt eine ganze Latte hier an Risikofaktoren, die man sich hier merken kann, wenn man möchte. Das Essentiellste ist, glaube ich, wenn Sie sich hier drei Dinge merken. Einerseits die Patientin, die einen Gestationsdiabetes in der Anamnese hat, die wird nämlich 20-30% Risiko haben, dass sie nach dieser Indexschwangerschaft 5 bis 10 Jahre später einen Typ-2-Diabetes entwickelt. Man weiß, dass die Patientin mit vorangegangener Schwangerschaft mit Gestationsdiabetes ein 50-60%iges Risiko hat, auch in der nächsten Schwangerschaft wieder einen Gestationsdiabetes zu entwickeln. Der zweite wichtige Risikofaktor ist die Familienanamnese. Auch hier ein 25-30%ig erhöhtes Risiko für den Gestationsdiabetes. Und Übergewicht und Adipositas, brauche ich nicht viel dazu sagen, kann man trennen, kann man mit dem BMI auftrennen. Ich werde dann noch darauf eingehen, also BMI vor der Schwangerschaft evaluieren und einteilen. Über 25 BMI gilt das Übergewicht, über 30 gilt das Adipositas, je nachdem auch das Risiko dementsprechend zusammenhängend mit dem Gestationsdiabetesrisiko 25-40%. Gut, welche Diagnostik kann ich jetzt machen bei einer Patientin, die einer von diesen, ich sage jetzt einmal, von diesen drei essentiellen Risikofaktoren hat, wenn sie zu Ihnen in die Ordination kommt, wenn sie noch nicht schwanger ist, aber sich entsprechend auf die Schwangerschaft vorbereiten möchte. Ich spreche noch gar nicht von der Schwangerschaft, ich spreche jetzt alles, was mache ich vor der Schwangerschaft mit dieser Patientin. Na, zum einen werde ich einmal feststellen wollen, ich habe eine Patientin mit einem Risiko und ich werde feststellen wollen, liegt hier schon ein Stoffwechselproblem vor? Und wie werde ich das machen? Da habe ich drei Möglichkeiten. Ich habe den nüchternen Blutzucker, ich habe den oralen Glukosetoleranztest, wie man ihn auch in der Schwangerschaft hat, und ich habe als drittes den HbA1c-Wert. Und was sind hier die Grenzwerte, die ich berücksichtigen muss? Einerseits teile ich einmal ein in Prädiabetes, also eine Diabetes-Vorform, und dann den richtigen Typ-2-Diabetes, wenn man so möchte. Also, Prädiabetesformen mit nüchternem Blutzucker zwischen 100 und 125 Milligramm pro Deziliter. Das sind sozusagen dann Patientinnen, die da hineinfallen. Sagt man der Patientin schon vor der Schwangerschaft, es besteht bei ihnen schon ein erhöhter nüchtern Blutzucker, es besteht bei ihnen schon ein Prädiabetes. Sie müssen extrem, entweder werden sie jetzt schon eine gewisse Intervention machen mit Lebensstilfaktoren, und Sie haben später dann in der Schwangerschaft auch das erhöhte Risiko für Gestationsdiabetes. Oder im schlimmeren Fall ist die Patientin hier schon über den 126 Milligramm pro Deziliter und Sie können schon den Typ-2-Diabetes in dem Fall diagnostizieren. Wenn Sie das machen, dann müssten Sie das noch einmal abnehmen bzw. einen zweiten Wert bringen. Also einen zweiten Test machen, wie zum Beispiel einen oralen Glukosetoleranztest, der natürlich für die Patientin relativ unangenehm ist, nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch außerhalb der Schwangerschaft. Und auch hier haben Sie die entsprechenden Grenzwerte. Anders als in der Schwangerschaft bei Ihren Patientinnen in der Ordination zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche sind die Grenzwerte. Der Grenzwert, wir sehen nur den 2-Stunden-OGDD-Wert, nicht den 1-Stunden-OGDD-Wert, den wir in dem Fall nicht interpretieren. Wenn der vor der Schwangerschaft, also außerhalb der Schwangerschaft bin ich noch immer, wenn der zwischen 140 und 199 liegt, dann haben Sie sozusagen wieder die Diagnose des Prädiabetes, ist der über 200, insbesondere dann in Kombination mit einer anderen Messung wie nüchtern Blutzucker und HbA1c, dann haben Sie wieder die Diagnostik Typ-2-Diabetes. Etwas einfacher geht das auch mit dem HbA1c-Wert. Warum einfacher? Weil man muss einfach nicht diese Zuckerlösung trinken und daher für die Patientinnen wesentlich besser und tolerierbar und wie ich finde, auch ein sehr guter Parameter, um damit abzuschätzen, liegt ein wirklich signifikantes Stoffwechselproblem bei der Patientin vor. Sie können bei der Patientin einfach HbA1c bestimmen. Es ist hier auch angeführt ein Cut-off für den Prädiabetes, der gilt als nicht wahnsinnig gut, muss ich dazu sagen. Aber was gut ist und was international anerkannt ist, sind diese 6,5% HbA1c. Also nicht 6, sondern 6,5% ist dann die Diagnose des Diabetes. Das können Sie relativ gut stellen. Der HbA1c-Wert zeigt Ihnen, ist sozusagen als Mittelwert der Zuckerwerte zu interpretieren über die letzten 3 Monate. Daher auch relativ zuverlässig. Wenn Sie den HbA1c-Wert über 6,5 haben, dann werden Sie auch nur hohe nüchtern Blutzuckerwerte haben und werden Sie hier auch entsprechend hohe Werte feststellen. Also das einmal zur Diagnostik. Wie diagnostiziere ich eine Patientin mit Risikofaktoren, wenn sie zu Ihnen kommt und sagt, ja, ich leide an Adipositas, ich möchte schwanger werden, auf was muss ich achten? Es besteht ein Kinderwunsch.
kann man alles ganz einfach machen. Was kann man noch einfach dann, wenn man so eine Problematik feststellt? Sie werden ja nicht häufig einen Typ-2-Diabetes feststellen, sondern häufig eine Prädiabetesform. Dann werden Sie hier eine entsprechende Intervention mit der Patientin starten. Das wichtigste, Lebensstilmodifikation, das ist nicht nur die Basistherapie beim Typ-2-Diabetes, sondern es ist auch die Therapie beim Prädiabetes. Und was gehört da dazu? Da gehört dazu die körperliche Bewegung. Und das klingt für die meisten, die hier sitzen, relativ einfach. Aber für Patientinnen, die diese Erkrankung haben, insbesondere jung sind und diese Erkrankung haben, sind 30 Minuten Bewegung pro Tag nicht einfach. Ja, also das ist einmal das Erste, was man empfiehlt. 30 Minuten Bewegung mindestens pro Tag, wie zügiges Spazierengehen einer Patientin mit Adipositas. Gewichtsreduktion. Was wäre wirklich ideal? Ideal wäre, wenn man Normalgewicht erreicht. Das wird natürlich teilweise nicht funktionieren. Wenn Sie es mit einer schweradipösen Patientin zu tun haben, dann können Sie der nicht sagen, na gut, Ihr BMI muss unter 25 sein, ja, und dass Sie optimal auf die Schwangerschaft vorbereitet sind. Ja, ist so, aber oftmals nicht durchführbar. Deswegen ist so meine Herangehensweise die, dass man Patientinnen mit Übergewicht empfiehlt, so viel abzunehmen, bis sie normalgewichtig sind, Patienten mit Adipositas so viel abzunehmen, dass sie zumindest in diesen Übergewichtsrange fallen. Ja? Bariatrische Operationen, große Frage, soll ich das Patientinnen anbieten, ja oder nein? Man muss an die Komplikationen denken. Wenn wir an Vitaminsupplementierung denken, dann haben diese Patientinnen mit bariatrischer Operation eine extreme Mangelproblematik. Und wir haben damals, gibt es von uns eine Leitlinie der ÖGGG, auch mit dem lieben Kollegen Feichtinger, zusammen erstellt. Und wir haben uns die Frage gestellt, naja, wenn wir sowas machen und wenn wir eine bariatrische Operation einer Patientin anraten, wie lange müssen wir uns dann Zeit lassen für einen Kinderwunsch? Und der liebe Michael hat damals gesagt, naja, ja, die Literatur sagt zwar hier jetzt bis zu 2 Jahre, aber kann man das wirklich machen, wenn die Patientin jetzt 40 Jahre ist und einen Kinderwunsch besteht? Schwierige Frage. Als erstes deshalb Lebensstilmodifikation. Die Patientin sollte das selbst erreichen. Und Diättherapie. Eine kohlenhydratmodifizierte und fettreduzierte Diät klingt relativ einfach, ist manchmal relativ schwierig durchzuführen. Und manchmal hat man es auch mit Patientinnen zu tun, die von der Kommunikation her schon Schwierigkeiten haben, das zu verstehen. Deswegen habe ich mir in der Zeit, wo ich die Schwangerenambulanz geleitet habe am AKH, versucht, auf Patientinnen, die hier Probleme haben, entsprechend einzugehen. Und zwar so, dass ich das visuell für sie gestalte. Also das ist so ein Blatt, wo ein exemplarisches Tagesmenü für so eine Patientin aufbereitet ist. Wenig Kohlenhydrate, wenig schnell resorbierbare Kohlenhydrate, wenig Vollkornbrot, ja, kein Weißbrot, auf Weißbrot verzichten sind so die einfachen Tricks, wenig Obst, insbesondere keine Fruchtsäfte. Hatte mal eine Patientin von meinem früheren Chef, von Professor Huslein, kam mit Gestationsdiabetes, kam sie zu mir, wir haben alles umgestellt, sie kam wieder nach einigen Wochen, sagt zu mir, ich habe alles umgestellt, ich ernähre mich nur mehr wahnsinnig gesund, meine Blutzuckerwerte passen nicht. Ich habe mir jetzt sogar schon einen Entsafter gekauft und jetzt trinke ich jeden Tag 3-mal meine Fruchtsaftportion. Nicht? Das ist nicht das Richtige, das soll man, deswegen Fruchtzucker, ja, es ist Vitamine, wenn man so möchte, drin. Aber den Zuckergehalt nicht außer Acht lassen. Und dann kommen wir zu den Patientinnen mit Typ-1-Diabetes. Das ist, denke ich, ein ganz essentieller Punkt, den man auch als Gynäkologe betrachten muss. Warum? Man hat es hier weniger mit neu manifestierten Patientinnen zu tun, sondern man hat es hier mit Patientinnen mit einer chronischen Erkrankung zu tun. Die wollen selbst schon als Experten für ihre Erkrankung betrachtet werden und müssen auch so wahrgenommen werden. Also immer, wenn sie mit so einer Patientin konfrontiert sind, am besten ist diese Patientin wirklich als Expertin für die Erkrankung, die sie schon seit 10, 20 Jahren, teilweise noch länger hat, ernst nehmen. Das ist eine der wichtigsten Messages, würde ich sagen, wenn man hier an Preconception Care denkt. Aber trotzdem sind wir für Preconception Care zuständig. Und was machen wir hier? Also das Wichtigste ist einmal im Erstgespräch die Anamnese erheben. Auch hier ist es wichtig, wenn ich hier auf den Body Mass Index der Patientin einzugehen, weil auch eine Patientin mit Typ 1 Diabetes kann natürlich an Adipositas leiden. Dann muss ich sie entsprechend über die Gewichtszunahme, die empfohlen wird, im Schwangerschaftsverlauf aufklären. Und das ist auch eine Aufgabe des Gynäkologen. Hat die Patientin schon eine Schwangerschaft mit Diabetes hinter sich? Die werden immer besser im Verlauf. Also weiß sie schon, was auf sie zukommt. Ja? Hat sie schon Sekundärkomplikationen? Damit kann man das Risiko der Schwangerschaft erheblich abschätzen.
für uns als Geburtsmediziner. Hat die Patientin schon eine Nephropathie? Hat die Patientin schon eine signifikante Proteinurie möglicherweise? Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass das dann alles die Patientinnen sind, die schon mit einer signifikanten Nierenproblematik in die Schwangerschaft gehen, die dann häufig schon ab 34 plus entbunden werden müssen. Man schickt die Patientin zumindest einmal zum Augenarzt. Auch das kann schon der Gynäkologe der Patientin mitteilen. Gut, feststellen der aktuellen Therapie und eines Optimierungsbedarfs. Auch das ganz leicht für Sie. Und wie machen Sie es? Sie machen es wiederum mit dem HbA1c. Und warum ist das wichtig, auch als Gynäkologe daran zu denken? Weil ich weiß, dass der HbA1c-Wert, dieser Mittelwert, wenn man so möchte, mit einer Fehlbildungsrate assoziiert ist. Und weil ich weiß, dass wenn ich das unter 6,5 halte oder zumindest unter 7 halte, dass ich dann das Risiko für Herzfehlbildungen, Nierenfehlbildungen und so weiter reduzieren kann. Sehr selten auch dieses kaudale Regressionssyndrom. Ich habe es einmal bei einer Diabetikerin gesehen. Also das alles kann man schon beim Beratungsgespräch der Patientin vor der Schwangerschaft mit ihr besprechen. Wenn sie zum Gynäkologen kommt und sagt, ich möchte schwanger werden, an was muss ich denken? Ich weiß auch, dass dieser präkonzeptionelle HbA1c-Wert, den man vor der Schwangerschaft hat oder unmittelbar beim Schwangerschaftseintritt, im Weiteren auch mit einem perinatalen Mortalitätsrisiko erheblich assoziiert ist. Hängt teilweise natürlich auch mit den Fehlbildungen zusammen. Und das können Sie nur optimieren durch die präkonzeptionelle Beratung. Warum? Wenn die Patientin zu Ihnen in der Schwangerschaft kommt, auch in der Frühschwangerschaft, und der HbA1c-Wert da schon 8 ist, dann ist es ja schon zu spät. Ja? Dann ist es schon zu spät. Preconception Care, ganz wichtig hier, die Patientinnen darüber aufklären. Und kann man ganz leicht evaluieren, kann man die Patientin ganz leicht beraten. Was werden Sie noch machen? Sie werden mit der Patientin sprechen. Nicht nur der hohe Blutzucker ist ein Problem, sondern möglicherweise ist der Blutzucker auch zu gut eingestellt, zu niedrig eingestellt. Hat die Patientin Hypoglykämien? Wie sind Hypoglykämien definiert? Ja, da gibt es einerseits einmal gibt es ein Ampelsystem, wenn Sie so wollen. Also eine gelbe Alarmstufe gelb, wenn der Blutzucker unter 70 Milligramm pro Deziliter ist, Alarmstufe rot, wenn er unter 54 ist. Wenn die Patientin Symptome hat, dann ist es entsprechend schon zu schwer, würde ich sagen, dunkelrot. Ich werde die Patientin über den Schwangerschaftsverlauf aufklären. Was ist da zu sagen? Nicht viel. Nicht viel. Ich sage einfach, insbesondere, wenn der HbA1c-Wert über 6,5 ist, dann insbesondere die Feindiagnostik anbieten. Ja? Also, Ersttrimester-Screening, Zweitrimester-Screening. Regelmäßige Kontrollen, Biometrie machen, ja? Information auch des Insulinbedarfs in der Schwangerschaft. Über 1-Diabetikerinnen sind dadurch charakterisiert, dass sie pro Kohlenhydratportion, wir nehmen 12 Gramm Kohlenhydrate hier meistens, eine gewisse Menge an Insulin spritzen. Und diese Insulinmenge kann sich im Schwangerschaftsverlauf vom Beginn der Schwangerschaft bis hin zum Schwangerschaftsende verdoppeln. Und man muss auch wissen, gerade in der Frühschwangerschaft ein erhöhtes Hypoglykämie-Risiko. Ganz einfache Informationen. Die Patientin wird dankbar sein, wenn Sie es ihr schon als Gynäkologe in der Ordination, wenn sie besucht, sagen. So, Festlegung der Therapieziele noch ganz kurz. Wie soll überhaupt das Therapieziel einer Patientin sein? Das ist bei den Patientinnen mit Gestationsdiabetes dasselbe. Es ist dasselbe bei den Typ-2-Diabetikerinnen, die ja zunehmen auch. Und auch bei den Typ-1-Diabetikerinnen Nüchternwert unter 95, eine Stunde postprandial nach dem Essen gemessen unter 140 oder 2 Stunden nach dem Essen unter 120. Müssen die Patienten mitmessen. Protokollierung der Werte, etwas ganz Wichtiges. Aber wir wollen keine Hypos, wir wollen keine Unterzuckerungen, weil wir wissen inzwischen, dass Patientinnen, die Hypoglykämien haben und regelmäßig Hypoglykämien haben, im Übrigen auch bariatrische Patientinnen, dazu neigen, kleinere Kinder zu bekommen, im Sinne eines abnormen SGA, Small for Gestational Age, Kindes. Gut, und jetzt noch ein Punkt, den ich ganz kurz ansprechen möchte. Was ist noch neben dem Blutzucker zu beachten? Bis jetzt haben wir uns sehr auf den Blutzucker konzentriert. Und warum haben wir das? Weil das auch ein wesentlicher Faktor ist. Was macht die Hyperglykämie? Der Zucker geht direkt über die Plazenta zum Kind. Was macht das Kind? Das Kind hat eine gesunde Bauchspeicheldrüse, schüttet Insulin aus. Insulin gilt als Wachstumshormon beim Kind. Kind wird groß und größer. Das macht die ganzen geburtshilflichen Komplikationen dann. Aber wenn Sie dann eine Entbindung machen, ja, auch mittels Kaiserschnitt, weiß die Bauchspeicheldrüse ja nicht, dass jetzt die Entbindung kommt, produziert weiter Insulin. Das Kind bekommt Unterzuckerungen, Hypoglykämien und landet am Ende auf der Intensivstation. Nicht außer Acht zu lassen, aber
Es ist nicht der wesentlichste Risikofaktor für die fetale Hypermakrosomie. Der ist nicht der Zucker, sondern andere Dinge. Viele Dinge zusammen, die eine Rolle spielen, die ich auch teilweise schwer behandeln kann. Triglyceride, ja, auch ein gewisse, auch die Aminosäuren spielen eine gewisse Rolle. Und alles hängt zusammen mit der verminderten Insulinsensitivität der Schwangeren. Und Sie werden sich schon denken können, auf was ich hinaus will. Verminderte Insulinsensitivität der Schwangeren, das sind die Patientinnen mit Adipositas. Und das ist der, und was Sie auch mitnehmen sollen, Patientinnen mit Adipositas, der BMI vor der Schwangerschaft, ist der beste Prädiktor für die fetale Makrosomie, nicht der Zucker. Der Zucker ist gar nicht so das Problem. Auch ein Risiko für die fetale, für die IUFT-Rate, für den intrauterinen Fruchttod, ist belegt für die maternale Adipositas, nicht für den Gestationsdiabetes, auch für den Typ 1 und den Typ 2 Diabetes, aber nicht für den Gestationsdiabetes. Die haben kein erhöhtes Risiko dafür, dass das Kind verstirbt. Das ist auch in Studien belegt. Ja? Natürlich spielt der Blutzucker eine Rolle, wie Sie sehen, aber ein stärkeres Gewicht für die fetale Entwicklung einer Makrosomie spielt das maternale Übergewicht und die maternale Adipositas und die Gewichtszunahme in der Schwangerschaft. Wir wissen auch aus Studien, dass wenn wir hier die Gewichtszunahme in der Schwangerschaft limitieren, können wir signifikant das Risiko reduzieren, dass hier eine fetale Makrosomie auftritt. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt als Gynäkologe mit der Patientin, welche Schlüsse ziehe ich daraus? Nämlich folgende, dass ich die Patientin aufklären werde. Ich werde sie, wenn sie schon präkonzeptionell zu mir kommt, werde ich den BMI bestimmen. Ich werde sie kategorisieren in normalgewichtig, übergewichtig und adipös. Und ich werde ihr dann schon sagen, wie viel Gewicht sie circa zunehmen soll im Schwangerschaftsverlauf. Und das richtet sich eben hier nach der präkonzeptionellen Adipositas, bei denen ich 5 bis 9 Kilo ansiedeln will, jedenfalls unter 10 Kilo. Bei Normalgewichtigen kann das durchaus bis 16 Kilo raufgehen und bei den selteneren, untergewichtigen Patientinnen kann das sogar noch höher sein. Das kann 18, kann bis 20 Kilo teilweise hinaufgehen. Wichtig ist Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung dieser Patientinnen. Danke. Ja. Vielen herzlichen Dank. Wenn es Ihnen recht ist, sammeln wir die Fragen und werden sie dann einfach nach den Vorträgen zu dann beantworten, soweit wir es können. Und ich freue mich, den Dozent Feichtinger begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, er ist Leiter des Wunschbabys Dr. Feichtinger. Und er wird über... für die Nahrungsergänzungsmittel bei Mann und Frau, also nicht nur bei den Frauen, sondern bei Kindern nicht zu bringen, sozusagen da kurz drüber referieren. Ich werde dann im Anschluss ein bisschen als Labormediziner mich auch noch wichtig machen, beizubringen, dass man möglichst wenig Vitaminbestimmung dazu braucht. Auch wenn das schlecht für mein Geschäft ist. Danke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich auch zuerst einmal herzlich bei Professor Endler bedanken für die gute Kooperation und dass wir dieses wunderbare Event heute hier veranstalten dürfen. Ich möchte mich auch bei Professor Göbel bedanken, dass er sich bereit erklärt hat, heute etwas über die Patientin mit dem metabolischen Überschuss zu erzählen, wenn man so möchte. Ich werde die andere Seite ein bisschen beleuchten. Was ist mit der Patientin mit Mangelerscheinungen bzw. mit einem metabolischen Mangel? Und was bringt wirklich was, wenn wir unsere Patientinnen, die eine Schwangerschaft anstreben, mit Nahrungsergänzungsmitteln versorgen? Ich meine, natürlich, Sie werden es alle schon mitbekommen haben, es kommen Vertreter zu Ihnen, es wird Ihnen suggeriert, dass es da ganz tolle Studien gibt, die tollsten Effekte zeigen konnten. Dass es leider nicht immer so ist, werden Sie gleich in den folgenden 10, 15 Minuten sehen. Kurzer Conflict of Interest, natürlich verschreibe ich auch selbst Nahrungsergänzungsmittel für Patienten, ist völlig klar. Ich bin auch beteiligt an einer Firma, die Nahrungsergänzungsmittel für Kinderwunsch herstellt. Das bitte für Sie im Auge zu behalten, aber ich denke nicht, wie Sie sehen werden, dass es sich auf meine
Folien auswirkt. Ich werde ein bisschen darüber sprechen, über Nährstoffe und Kinderwunsch allgemein, wozu bzw. für wen eine Nahrungsergänzung in Frage kommt. Dann speziell auf die Nahrungsergänzung der Frau mit Kinderwunsch und im Anschluss der Nahrungsergänzung bei Männern mit Kinderwunsch eingehen. Und wir wissen, dass Paare, die unter einem unerfüllten Kinderwunsch leiden, dass in diesem Kollektiv ein bis zu sechsfach erhöhtes Risiko besteht für Unter- bzw. Übergewicht. Das heißt, diese Paare ernähren sich oft nicht so, wie sie sich ernähren sollten. Natürlich ist Ihnen allen bekannt, dass das Übergewicht stark zunimmt, aber auch das andere Extrem, das Untergewicht. Also ich habe in den letzten zwei, drei Jahren mehr und mehr Patientinnen gehabt, die massiv auf die Ernährung schauen, die BMI-mäßig sehr am unteren Rand sind, die mehrmals täglich Sport betreiben teilweise. Dass das natürlich auch nicht gut ist für die Fruchtbarkeit, ist selbstverständlich. Eigentlich der Veganismus oder Vegetarismus selbst ist heutzutage fast normal, muss man sagen, aber auch potenziell mit Nährstoffmangeln assoziiert. Und theoretisch und in verschiedensten In-vitro-Studien konnte gezeigt werden, dass natürlich Nährstoffe einen Einfluss auf Eizellqualität, Spermienqualität, Embryonenqualität, Eizellreserve, Implantation, Endometriose, PCO, kindliche Fehlbildungen und kindliche Neuroentwicklung spielen. Und das, was oben reinkommt, sowohl was die Spermien als auch Eizellen als auch Kinder anbelangt, unten wieder rauskommt. Gleichzeitig ist der Nahrungsergänzungsmittelmarkt ein stark wachsender Markt. Und es gibt immer mehr Firmen, die auch drauf drängen. Und wie Sie sehen, das ist eine Analyse von PricewaterhouseCoopers, die zeigen konnten, dass zwischen 2018 und 2023 der Markt international von 91 Milliarden Dollar oder Euro, aber ist eh wurscht, Euro, auf 113 Milliarden Euro ansteigt. Und ein sehr wichtiger Punkt, den es natürlich zu bedenken gibt, ist, dass wir mit einer Nahrungsmittelsupplementierung nur an einem Rad drehen von vielen und ein falscher Lebensstil einhergeht mit erniedrigter körperlicher Bewegung, einem erhöhten oder erniedrigten BMI, mit psychosozialen Faktoren, Depressionen, Angstzuständen, Stress, soziodemografischen Faktoren. Da wirken sich alle vier Achsen quasi direkt auf die Fertilität aus. Und wenn wir jetzt Nährstoffe supplementieren, drehen wir hier quasi nur an einem wichtigen Rad, wobei natürlich alle diese Räder einen wesentlichen Beitrag auch auf die Fertilität von Kinderwunschpatienten spielen. Einen Terminus, den man immer wieder hört, ist der oxidative Stress. Durch den falschen Lebensstil steigt der oxidative Stress. Durch Übergewicht, Untergewicht, Rauchen, Alkohol, Umweltfaktoren sammeln sich Sauerstoffradikale im Körper an, machen sich bemerkbar an der Eizelle, aber auch an der Samenzelle. Es kommt zu Fertilitätsversagen, schlechten Embryoentwicklung, schlechter Implantation, aber dann auch potenziell Auswirkungen auf Erkrankungen wie PCO, Endometriose und dann weiter in der Schwangerschaft bis hin zu IUGR und Aborten. Und deswegen zielt ein großer Teil dieser Nahrungsergänzungsmittel darauf an, Sauerstoffradikale oder oxidativen Stress zu reduzieren. Und Entschuldigung, das hat sich da leider ein bisschen verschoben. Es ist tatsächlich so, dass wir das Über- und das Untergewicht einen deutlichen Einfluss auf Lebendgeburtenraten nach künstlicher Befruchtung hat. Also wir sehen hier die Rate an klinischen Schwangerschaften und hier unten die Rate an Lebendgeburten, die mit zunehmendem Übergewicht drastisch abnimmt, aber auch bei extremem Untergewicht einen Knick nach unten macht. Also wir wissen sehr, sehr gut, in Europa zum Glück noch nicht so das massive Problem wie in den USA, aber doch ein wachsendes Problem,
dass natürlich diese Gewichtsextreme sich negativ auf die Fertilität von Paaren auswirken. Die andere Kurve, die hier leider abgeschnitten ist, zeigt, dass vor allem auch, was die Rate der klinischen Aborte anbelangt, diese stark bei zunehmendem Übergewicht im Ansteigen ist. Und ich werde im Rahmen meines Vortrags immer wieder auf die sogenannte Earth Study eingehen. Das ist eine Studiengruppe der Harvard University, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Umweltfaktoren und deren Einfluss auf die Fertilität zu untersuchen, und ihre Studien auch sehr, sehr hochrangig publiziert, weil es sehr gut durchgeführte Studien sind. Und da ist letztes Jahr, denke ich, im American Journal of Obstetrics and Gynecology diese sehr schöne Studie erschienen, die untersucht haben, Nahrungsgewohnheiten und Fertilität von Paaren mit Kinderwunsch. Und hier zeigen sich durchaus ganz interessante Ergebnisse, wobei vieles nicht überraschend ist. Also wir sehen hier in der Gruppe der höchsten Quartile mit zugeführter Folsäure eine steigende Fertilität, noch viel mehr beim Vitamin B12. Also hier sind besonders hohe Vitamin B12-Werte durchaus positiv, was die Fertilität anbelangt. Das Vitamin D, auf das werde ich nachher noch genauer eingehen, hat jetzt nicht so einen riesen Einfluss, wie oft gerne suggeriert wird. Die Rate an Nahrungsmitteln mit einem niedrigen Pestizidgehalt, also ungespritzte Nahrungsmittel, die Bio-Nahrungsmittel, je mehr davon zu sich genommen wird, desto höher ist die Fertilität. Auf dieser Kurve ist gemeinerweise hier dann die höchste Quartile umgedreht. Das heißt, hier haben Sie Nahrungsmittel mit einem hohen Pestizidgehalt. Da ist es natürlich genau umgekehrt. Also es schaut zwar gleich aus wie bei denen mit niedrigem Pestizidgehalt, aber da sind die am höchsten Nahrungsmittel mit Pestiziden zu sich nehmen, die geringste Fertilität haben. Vollkornprodukte, je mehr, desto besser. Fisch und Meeresfrüchte, je mehr, desto besser. Milchprodukte scheinen zumindest keinen negativen Einfluss zu haben, und auch Sojaprodukte könnten sich hier durchaus positiv auf die Ernährung auswirken. Um gleich einmal als Spielverderber aufzutreten, habe ich ein paar Mal auch, wo es verfügbar ist, die beliebte Cochrane-Analyse befragt, wo natürlich fast immer rauskommt, dass eine Intervention, oder in vielen Bereichen rauskommt, dass eine Intervention nichts bringt. So auch, wenn wir anfangen bei Antioxidantien, bei der weiblichen Fertilität, sprich die Cochrane-Analyse von low to very low quality of evidence. Und at this time there is limited evidence in support of supplemental oral antioxidants for subfertile women. Immerhin, es kommt ein signifikantes Ergebnis raus, 1,8 mit einem signifikanten P-Wert. Und Sie sprechen davon, dass eine zu erwartende Lebendgeburtenrate von 19% bei Frauen, die Antioxidantien zu sich nehmen, potenziell zwischen 24% und 36% angehoben werden könnte. Also das wäre prinzipiell kein schlechtes Ergebnis, aber die Studien sind so klein designt und es gibt so wenige Studien, dass das jetzt alles andere als eine harte Evidenz ist. Ein gutes Beispiel ist das Coenzym Q10, hier auch ein Review, der vorletztes Jahr publiziert worden ist. Und ja, hier sehen Sie, es gibt einen signifikanten Effekt, wenn es um klinische Schwangerschaften geht. Wenn man sich aber die Studienpopulationen anschaut, hier beispielsweise 50 Patienten mit 3 Schwangeren oder 39 Patientinnen mit 5 Schwangeren in der Kontrollgruppe, sind das schon sehr, sehr, sehr klein designte Studien mit einer mäßig guten Aussagekraft, muss man ehrlich sagen. Und da muss man auch der Cochrane-Analyse recht geben. Wie schaut das beim Inositol? Auch das Inositol wird sehr gerne einmal verschrieben und empfohlen bei Patientinnen mit PCO. Da ist die Cochrane-Analyse sogar noch schärfer in ihrer Aussage. Die Evidenz ist von sehr niedriger Qualität. Es ist sehr unsicher, ob Myo-Inositol irgendwie die Lebendgeburten bzw. klinischen Schwangerschaftsraten beeinflusst. Und sie schreiben, es ist no pooled evidence available, und es gibt keine Studien, die auch placebo-kontrolliert das Myo-Inositol untersucht haben. Ich habe das heute einmal
probiert nachzuprüfen, weil der Cochrane Review ist von 2018, aber ich hätte ehrlich gesagt jetzt auch keine Studien, keine placebo-kontrollierten Studien zum Myo-Inositol gefunden. Vitamin D haben wir heute bereits kurz erwähnt. In dieser Studie von Human Reproduction aus dem Jahr 2019 zeigte sich zwar, dass wenn man sich hier die Serum-Vitamin-D-Spiegel von Frauen anschaut und sich hier die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit ansieht, die Patientinnen mit den niedrigsten Vitamin-D-Spiegeln auch die niedrigste Fertilität aufwiesen, während die mit den höchsten Vitamin-D-Spiegeln die höchste Fertilität aufwiesen. Allerdings war dieser Effekt nicht signifikant und auch eine künstliche Steigerung des Vitamin-D-Spiegels hat hier zu einem nicht signifikanten Effekt geführt. Leider. Wo es wirklich spannende Daten gibt, ist zur Folsäure. Ich meine, die Folsäure ist natürlich der Superstar seit Jahren. Und wie ich bereits in der Studie, die ich eingangs erwähnt habe, der Earth-Gruppe gezeigt habe, wirkt sich natürlich Folsäure-Supplementierung auch auf die Fertilität aus, nicht nur auf die Reduktion von kindlichen Missbildungen. Und diese Studie von Heuer aus Human Reproduction konnte zeigen, dass mit steigender Folsäureeinnahme die Fruchtbarkeit ansteigt. Da ist so der Knickpunkt, wo die Kurve abknickt, bei den ca. 400 Mikrogramm pro Tag. Also das ist eigentlich eh das, was Sie und wir unseren Patientinnen mit Kinderwunsch auch empfehlen. Und ganz, ganz, ganz spannend, auch für mich und natürlich auch in einer Zeit, wo der Kinderwunsch immer später in Angriff genommen wird und tendenziell die Eierstockreserve dann schon etwas niedriger ist, die Folsäure scheint wirklich einen direkten Einfluss auf den Eierstock zu haben. Und mit steigenden Folsäureeinnahmen bzw. mit steigender Folsäure-Supplementierung steigt auch die Zahl der Antralfollikel deutlich an. Also hier haben wir bei der Supplementierung circa einen Cut-off von 800 Mikrogramm, wo wir doch einen deutlichen Einfluss auf die Anzahl der Antralfollikel sehen. Auch das eine relativ neue Studie, auch diese Studie von der Earth Study aus den USA, aus Harvard. Diese Studie etwas älter, die ist schon von 2008, aber auch diese Studie konnte zeigen, dass mit steigender Folsäurezunahme die Zahl von Patientinnen mit einer mit fehlenden Ovulationen deutlich rückläufig war. Das heißt, die Folsäure scheint den Eierstock darin zu unterstützen, reife Eizellen direkt zu produzieren. Ein anderer Rising Star, muss man fast sagen, im Bereich der Supplementierung ist das Omega-3. Omega-3 natürlich gerade im Bereich der Risikopatienten, der Patienten, die gerne, so wie wir alle einmal, vielleicht nicht nur einmal im Monat ein Schnitzel essen, sondern täglich mit Pommes, wirkt sich natürlich negativ, oder die geringe Einnahme von Omega-3, muss man richtigerweise sagen, wirkt sich natürlich negativ auf das kardiovaskuläre Risiko aus. Und übergewichtige und schwer übergewichtige Frauen haben auch geringere Raten an Omega-3-Fettsäuren in ihrer Follikelflüssigkeit. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, na, nicht, aber ist ja eigentlich wurscht, ist eh klar. Aber das hat wirklich einen direkten klinischen Effekt, nämlich diese britische Studie, die letztes Jahr publiziert wurde, hat Patientinnen 6 Wochen lang eine, sie schreiben es unter Anführungszeichen, mediterrane Supplementierung verpasst. Das heißt, diese Frauen haben hochdosiert Omega-3 oder ein Placebo zu sich genommen. Und nach 6 Wochen, was jetzt eine nicht so lange Zeit war, hatten nachher eine IVF mit Eizellentnahme, mit Befruchtung und allem drum und dran. Und was diese Autoren feststellen konnten, ist, dass sich die Omega-3-Supplementierung direkt auf die Embryoentwicklung in vitro ausgewirkt hat. Das lässt sich auch ganz gut erklären. Omega-3 bildet zumindest einen Teil unserer Zellwände durch die vermehrte Beteiligung von Omega-3 an den Zellwänden kommt es zu einer besseren Zellteilung und dadurch zu einer gleichmäßigeren Embryonenentwicklung.
Und deswegen ist es nicht ganz verwunderlich, dass auch diese Studie, die heuer auch publiziert wurde in Human Reproduction, zeigen konnte, dass wenn Omega-3 zugeführt wurde, wir eine bis zu zweifach erhöhte Fertilität hatten. Also durchaus ein gar nicht so geringer Einfluss, muss man ehrlich sagen. Wieder im American Journal, wieder eine andere Studie von der Earth Study, die sich dann spezifisch Omega-3 sowohl bei Männern als auch Frauen angesehen hat. Und die Autoren schließen, dass Omega-3-Nahrungsmittelaufnahme bei Frauen zu einer erhöhten Lebendgeburtenrate führt, zu einer erniedrigten Abortrate und bei Männern zu einer Verbesserung der Samenqualität. Und diese Figur zeigt einerseits einmal ganz schön, dass mit zunehmender Omega-3-Aufnahme die Zahl der Aborte abnimmt. Aber jetzt merken Sie sich das einmal kurz und das hat mich wirklich überrascht. Bei Männern ist dieser Effekt nämlich noch viel ausgeprägter. Also das sind die Abortraten bei der Frau, wenn der Mann Omega-3 zu sich genommen hat. Also auch hier waren bei den Männern, die viel Omega-3 zu sich genommen haben, die Abortraten der Frauen dann deutlich reduziert. Was durchaus spannend ist, Omega-3 hat sich dann bei den Männern auf die Spermiengesamtzahl und Spermienbeweglichkeit ausgewirkt. Auf die Spermienmorphologie hat sich Omega-3-Supplementierung nicht ausgewirkt. Wo wir schon bei den Männern sind. Natürlich beim Mann ganz potenziell, dadurch, dass wir eine dauernde Bildung von Samenzellen haben, ist ja die Idee bestechend, dass man durch einen Lebensstil vielleicht noch viel mehr auch bewirken kann als bei der Frau. Und beim Mann wissen wir, haben ganz viele Lebensstil- und Ernährungsfaktoren natürlich einen Einfluss auf die Samenqualität und auch diese ganze Fertilitätssupplementierungsschiene hat eigentlich auch beim Mann begonnen, muss man sagen. Und auch beim Mann ist eines der zentralen Themen oxidativer Stress. Also oxidativer Stress führt zu DNA-Fragmentation bei Spermien, führt zu DNA-Strangbrüchen, die sich dann direkt auf die Befruchtungsrate und Embryoqualität auswirken und lasst uns zum Beispiel auch im Spermiogramm feststellen, dass die Motilität reduziert ist, die normalen Formen reduziert sind. Also dieser oxidative Stress aufgrund von verschiedensten Lebensstilfaktoren und Mangelerscheinungen, sage ich jetzt einmal so, wirkt sich natürlich auf die Samenqualität aus. Auch hier macht uns die Cochrane-Analyse einen relativen Strich durch die Rechnung. Also es gibt very low certainty of evidence. Es gibt immerhin 12 Studien, medium-sized, randomized trials, die einen gewissen Effekt gezeigt haben. Clinical pregnancy rates may increase, haben sie geschrieben. Aber es gibt auch zunehmend Männer, die Verdauungsprobleme haben, weil sie Supplemente nehmen. Das heißt, das ist nicht nur so Hüftsnick, Schotsnick, sondern das kann auch einen negativen Effekt haben, muss man ehrlich sagen. Und sie schreiben weiterhin quasi kurz zusammengefasst, dadurch, dass die Studien häufig von den Firmen publiziert wurden, dadurch, dass man von einem hohen Reporting Bias ausgehen muss, dass viele Studien einfach, die keinen Effekt gezeigt haben, nicht publiziert wurden, sollte man eigentlich warten auf placebo-kontrollierte Studien, die zeigen, dass das wirklich was bringt. Und immerhin darf ich Ihnen jetzt ein paar von diesen placebo-kontrollierten Studien vorstellen, die in der Zwischenzeit auch rausgekommen sind. Das ist noch keine davon, nur analog zur Vitamin-D-Supplementierung bei der Frau, Vitamin-D-Supplementierung beim Mann bzw. Vitamin-D-Status beim Mann. Hier unter 20 Nanogramm und über 20 Nanogramm pro Milliliter. Keine Auswirkung auf Schwangerschaft oder Lebendgeburtenrate. Eventuell, das schaut jetzt auf den ersten Blick ganz toll aus und es ist signifikant, einen Einfluss auf Fehlgeburtenraten bei der Frau wieder. Also wir haben hier 63% Pregnancy Loss versus 13% Pregnancy Loss, aber da sind die Gruppen extrem klein. 8 Schwangere und da waren es 31 Schwangere von 128. Also das würde ich mit Vorsicht genießen, diese Daten. Diese Studie dieses Jahr vor ein paar Wochen oder vor ein, zwei Monaten im JAMA publiziert, also nicht in der Wikivo, über Effekt von Folsäure- und Zinksupplementierung beim Mann und ob dies einen
positiven Einfluss auf Lebendgeburtenraten haben könnte. Und ich muss Sie leider enttäuschen, nein, diese Supplementierung hat im Vergleich zu Placebo und mit hohen Fallzahlen, also immerhin 1185 Patienten pro Gruppe, keinerlei Einfluss auf Lebendgeburtenraten dann bei der Frau gezeigt. Selbe Studie, die sich das noch molekulargenetisch angeschaut haben, nämlich was die Methylierung in der Samenflüssigkeit anbelangt, und Sie sehen hier komplett gleiche Graphen. Also wir können auch diese Zufuhr von Antioxidantien und Folsäure nicht auf einem molekularen Level irgendwie nachweisen. Und schlussendlich noch eine Studie, eine andere Studie, die in Fertility Sterility auch dieses oder letztes Jahr publiziert wurde, die randomisiert sich angesehen hat, ob Antioxidantien bei Male Factor Fertility etwas bringen. Und das waren jetzt keine Männer, die jetzt ein gut normales Spermiogramm hatten, sondern diese Gruppe hat bewusst Männer genommen, die schon mit einem schlechten Spermiogramm gekommen sind, weil sonst kann man natürlich immer sagen, na gut, das sind ja nicht die Männer, die es eigentlich brauchen, sondern wir würden es gerne denen geben, die schon eine niedrige Konzentration haben, aber das ist wirklich gut ausgewählt von dieser Gruppe worden. Männer haben Vitamin C, Selen, Carnitin, Zink, Folsäure bekommen und nach 3 Monaten hatten die Männer, die Antioxidantien zu sich genommen hatten, eigentlich schlechtere Spermienparameter als die Männer, die Placebo zu sich genommen haben. Leider. Abschließend noch Folsäure beim Mann. Bin ich sehr gespannt, ob uns das vielleicht in Zukunft noch mehr beschäftigen wird, weil da gibt es wirklich ganz witzige und spannende Studien. Beispielsweise hier, das ist vorletztes Jahr in Fertility Sterility publiziert worden. Die Grafik schaut jetzt nicht so super spannend aus, aber wir sehen, dass sich die Folsäurespiegel beim Mann auf die frühe Embryonalentwicklung im Sinne der Scheitelsteißlänge auswirkt. Also je mehr Folsäure ein Mann zu sich nimmt, desto ein bisschen kleiner sogar waren dann die Kinder in der frühen Embryonalperiode. Und diese Studie abschließend, letzte Studie von der Earth Study, konnte zeigen, dass wenn Männer viel Folsäure vor der Konzeption zu sich genommen haben, sind ihre gezeugten Kinder durchschnittlich, ich glaube, 3 Tage länger intrauterin verblieben. Also auch auf die Gestationsdauer, witzigerweise, hat die männliche Folsäureeinnahme einen Einfluss gehabt. Also das wird sicher spannend, ob man da sieht, inwiefern der Mann vielleicht doch auch mehr eine Rolle spielt, und vielleicht werden wir auch in Zukunft, so wie wir jeder Frau mit Kinderwunsch Folsäure empfehlen, auch Männern eine Folsäureeinnahme empfehlen. Ich wäre jetzt noch vorsichtig. Also es gibt noch nicht viele Studien und ich tue es nicht. So, abschließende Frage, Nahrungsergänzungsmittel für jeden. Sie werden es sich gedacht haben, nein, natürlich nicht. Und ich denke, es ist ein Fehlreflex. Es ist natürlich recht angenehm, wenn man sagt, na gut, man hat ein Paar, das jetzt 3 Monate Kinderwunsch hat und schon total nervös ist, dass man sagt, ja, nehmen wir mal die Vitamine und wir gewinnen Zeit dadurch. Da sind Nahrungsergänzungsmittel wirklich super. Wir haben sicherlich auch Paare, wie die von Professor Göbel genannten bariatrischen Patienten, die wirkliche Nahrungsmängel aufweisen. Wir haben die Patientinnen, die schwer untergewichtig sind, die natürlich hier auch Mangelerscheinungen haben. Wir haben die Übergewichtigen, die sicherlich auch eben im Sinne von gute Fettsäuren und Omega-3 wir ein bisschen wieder auf Schiene bringen können. Und natürlich Lebensstiladaptierung. Aber jedem Patienten würde ich es auf gar keinen Fall empfehlen. Damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich bin schon sehr gespannt auf den Vortrag von Professor Endler zum Thema Bestimmung von Vitaminen im Labor. Ja, abschließend darf ich natürlich als Laborist, bin ich natürlich ein Fan von Laborbestimmungen, das wissen Sie. Ich habe natürlich auch den Vorteil, unsere Patienten sind standardisiert, die haben so 16 mm Durchmesser und passen alle in das Gerät. Bei Ihnen in der Praxis ist es etwas anders. Ganz kurz natürlich, je mehr Laboruntersuchungen Sie machen oder
idealerweise bei uns anfordern, desto schöner klingelt die Kasse. Ich werde aber versuchen, sie in dem Fall bei den Vitaminbestimmen eher in die andere Richtung zu bringen. Die erste Frage ist bei Vitaminen. Sie wissen, da gibt es ja so irgendwelche Vitaminüberdosierungen, das haben wir alle gelernt. Wasserlöslich ist harmlos, fettlöslich ist sozusagen potenziell gefährlich, da gibt es eine Akkumulation, da kannst du Überdosierungen geben. Es gibt vereinzelt, das sind aber absolute Raritäten, bei Vitamin A gibt es sozusagen Überdosierungen. Falls Sie einmal in Ihrer Freizeit eine Eisbärenleber essen wollen, dann bitte nur in kleinen Mengen. Ansonsten ist das eigentlich nicht beschrieben. Ja. Also das ist, einige Polarforscher haben offensichtlich zu viel Eisbärenleber gegessen. Vitamin D, auch da gibt es eigentlich wirklich nur Einzelfälle. Sie müssen Vitamin D in gewaltigen Dosen substituieren, also deutlich mehr als 30.000 Einheiten pro Tag über 6 Monate. Es gibt in der Literatur ganz wenig Fälle, wo Sie wirklich Vitamin D-Intoxikationen haben und meistens, also die Fälle, die ich damals gefunden habe beim Literatursuche, waren indische Altersheime, wo der Patient täglich IM 500.000 Einheiten bekommen hat, vom örtlichen Apotheker zubereitet, wo man nie weiß, was war da drinnen. Also auch bei Vitamin D sind Überdosierungen, wenn Sie jetzt nicht das als Wundermittel nehmen und gigantische Dosen zu sich nehmen, dann ist das durchaus relativ selten. Ein Thema gar nicht zu, also auch zu beachten, es gibt ein wasserlösliches Vitamin, nämlich Vitamin B6. Wenn Sie das überdosieren, dann kann es zu Neuropathien kommen. Das betrifft jetzt weniger die Schwangeren, aber eher, Sie alle kennen Neurobion oder dieses Zeugs, das kriegen ja alle mit irgendwelchen Neuropathien. Bitte Vorsicht, nicht mehr als 3 Monate geben, da kann es zu Neuropathien, nämlich kann das Vitamin B6, die Überdosierung kann zu Neuropathien führen. Ist wenig bekannt, aber dürfte jetzt langsam zunehmen. Ansonsten sind eigentlich keine Kliniken bei der Überdosierung beschrieben. Außer akuter Mangel an Geldbeutel. Pulsäure haben wir gesagt, der Rising Star. Sie wissen, bei einem echten Mangel haben Sie eine makrozytäre Anämie. Sie wissen, bei einer Schwangerschaft haben Sie dann Zinneralrohrdefekte. Das heißt, Sie haben eine relativ häufige Unterversorgung in der Literatur. Bis zu 88% der Leute haben, der Schwangeren haben eine Unterversorgung. Bitte Vorsicht auch, wenn Sie das bei uns bestimmen. Wir geben sozusagen den Zielwert für einen echten Folsäuremangel an. Das ist mehr oder weniger das, was mit der Anämie assoziiert ist. Bei der Schwangerschaft und beim Kinderwunsch haben Sie deutlich höhere Zielwerte. Die stehen aber nicht am Laborbefund natürlich. Eine Bitte auch noch, da in dem Fall bei Folsäure immer eine Nüchternblutabnahme, Material ist Serum, das ist unproblematisch an sich. Was bringt die Bestimmung? Eigentlich meistens Verwirrung, weil diese 4 Nanogramm pro Milliliter haben die meisten Patienten, aber die meisten haben sozusagen Unterzielwert. Vitamin B12, auch das ist eigentlich ein bisschen im Kommen. Denken Sie bei Veganern dran. Sie wissen, Sie haben ungefähr 1 bis 2 Jahre Speicher in Vitamin B12 in der Leber und dann kommt es sozusagen zu einem B12-Mangel, aber auch bei Patienten, die jetzt lange irgendwelche Protonenpumpenhämmer ernehmen. Das ist gar nicht so selten, also Sie wissen, es geht normalerweise beim Internisten oder aus dem Krankenhaus geht keiner raus ohne Infantolog. Also das ist irgendwie so die Standardmedikation und bei jahrelangen Nutzung kann es auch zu einer Malabsorption von Vitamin B12 kommen. Also es gibt subklinische Mängel. Und manchmal gibt es wirklich auch Polyneuropathien und makrozytäre Anämien, betrifft aber eher ältere Patienten. Ja. Großes Problem bei Vitamin B12, da gibt es diverse Firmen und auch Labors natürlich, die Ihnen teure Untersuchungen anhängen wollen. Das große Problem ist, wir haben für Vitamin B12 noch keinen idealen Marker für subklinische Mängel. Bei einem ausgeprägten Mangel haben Sie natürlich die klassische makrozytäre Anämie, aber da haben Sie manchmal schon Ihre Polyneuropathien, die sind nicht mehr reversibel. Grundsätzlich, wir bestimmen immer die Vitamin B12-Spiegel, die kann man im Serum ganz normal bestimmen. Es gibt zusätzliche Marker und wenn Sie sich die Studienlage anschauen, ist es so, dass typischerweise die Studien, die von der Firma, die diesen Marker herstellt, gesponsert werden,
erklären, dass der viel besser ist. Ja. Also es gibt das Holotranscobalamin, das ist angeblich sensitiver bei subklinischen Mängeln. Ich habe es einmal verglichen, es war eigentlich kein Unterschied. In den meisten Studien zeigt sich eigentlich kein Unterschied, ob sie B12 bestimmen oder Holotranscobalamin. Und es gibt ein paar Metaboliten wie Methylmalonsäure und Homocystein, die sie auch bestimmen können. Bei einem massiven B12-Mangel steigt das Homocystein, aber dann haben sie auch einen verminderten B12-Spiegel. Also in der Praxis bringt das eigentlich keinen Vorteil. Und vor allem diese anderen zusätzlichen Marker werden bei irgendwelchen Folsäuremängeln oder eingeschränkter Nierenfunktion eigentlich verfälscht. Also de facto in der Praxis reicht der gute alte B12-Spiegel, den auch die Krankenkasse übernimmt. Die anderen Spezialparameter sind dann privat zu zahlen, eigentlich in über 90% der Fälle aus, um einen B12-Mangel richtig zu erkennen. Vitamin C muss man dazu sagen, eine Unterversorgung ist in Österreich extrem selten, weil sie glauben gar nicht, wo überall Vitamin C drinnen ist, inklusive Frankfurt, und da ist auch relativ viel Vitamin C drinnen. Also ja, das ist gar nicht so wenig. Die halten dann besser. Und zu meinem großen Glück ist auch relativ viel Vitamin C in den Softdrinks. Also eine Unterversorgung ist in Österreich extrem selten. Und eigentlich sind da die Serumspiegel im Allgemeinen nicht erforderlich. Wenn Sie das bestimmen wollen, bitte Vorsicht, Vitamin C ist instabil. Wir brauchen ein spezielles Röhrchen, wir brauchen ein Heparinblut. Das muss gekühlt ins Labor transportiert werden. Das ist einmal ein ziemliches Theater. Ein Thema, das sehr wohl ein Thema ist, und das ist ein bisschen eine Mission von mir, ist der Eisenmangel. Also Sie wissen, gerade bei Kinderwunschpatienten, die sich besonders gesund ernähren, die Vegetarier, bis zu 20-30% der Frauen haben einen Eisenmangel. Und das ist natürlich etwas, was jetzt sozusagen dem Kinderwunsch nicht wahnsinnig zuträglich ist. Der klassische Marker dafür ist schlicht und einfach das Ferritin. Und das können Sie sozusagen ganz einfach bestimmen, und das ist der empfindlichste Marker auch für einen subklinischen Eisenmangel, auch wenn die Eisenspeicher vermindert sind. Was sollte da sein? Idealerweise bei einem manifesten Eisenmangel haben Sie Ferritinspiegel bei Erwachsenen unter 15 Mikrogramm pro Liter. Bei Kinderwunsch sollte er über 50 Mikrogramm pro Liter sein, das sollte deutlich höher sein. Achtung, Ferritin ist ein Akutphasemarker, das heißt, wenn Sie chronische entzündliche Erkrankungen haben, irgendwelche chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und sonstige Dinge, steigt er ganz gern an. Und der Klassiker ist, wenn Sie zum Beispiel Patienten haben mit einer alimentären Fettleber, mit einem nicht alkoholischen Fettleber, kann das Ferritin nochmal über 1000 steigen. Das hat an sich jetzt keine besondere Pathologie, außer der Patient schaut bei Dr. Google nach, weil Sie wissen, da steht auch immer drin, dass Ferritin ein Tumormarker ist. Ich habe noch keinen Tumor gesehen, der ausschließlich durch Ferritin entdeckt worden wäre. Wie gesagt, Eisenmangel ist immer ein Thema und man sollte auch daran denken. Letztendlich, was bringen die Vitaminbestimmungen? Im Labor bringen sie sicher etwas. Auch das Vitamin D, das ist unser stärkster Laborparameter zum Beispiel. Also wir bestimmen unglaublich viel Vitamin D. 80% der Menschen haben suboptimale Vitamin D-Spiegel, wo man diskutieren kann, ist das ein Mangel oder ist das sozusagen eher sozusagen eine Unterversorgung. Letztendlich, die Vitaminbestimmungen, die prophylaktischen, bringen relativ wenig. Und unser großes Problem ist, sie machen auch manchmal Ärger. Auf dem Laborbefund steht sozusagen der Grenzwert für einen manifesten Vitaminmangel. Das ist aber nicht der Optimalwert für den Kinderwunsch. Die sind ja meistens deutlich höher. Das heißt, sie müssen nachher diskutieren mit der Frau, du hast zwar einen normalen Vitaminspiegel, aber ich würde trotzdem Substitution empfehlen oder auch nicht. Und eine Überdosierung hat keine Konsequenzen. Das, der Nutzen der Vitaminbestimmungen ist oft fraglich. Letztendlich, was macht Sinn bei Ihrem Patienten? Ferritin würde ich recht großzügig testen, ist auch einer der billigsten Parameter. Und wenn Sie die Patientin unbedingt von einer Substitution überzeugen wollen, bestimmen Sie den Vitamin D-Spiegel, weil das hat quasi jeder von uns einen Mangel. Ansonsten, wie gesagt, Sie nützen vor allem im Labor. Und letztendlich, wie wir gehört haben, es macht den Sinn, Folsäure zu substituieren. Da brauche ich meistens keine Spiegel, da gibt es auch keine Überdosierung. Das schadet nicht. Beziehungsweise Omega-3-Fettsäuren dürften ja auch
im Kommen sein. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit und wenn es Ihnen recht ist, würden wir noch wir drei natürlich für Fragen zur Verfügung. Gibt es Fragen aus der Online-Community? Frage an den Diabetes-Experten. Würde es Sinn machen, den Humor-Index zu bestimmen, um eine beginnende Insulinresistenz festzustellen bei Patienten? Ja, sehr gute Frage. Was sagt mir der Humor-Index aus? Den Humor-Index bestimme ich aus einer Kombination von nüchtern Glucose und nüchtern Insulin. Und das ist auch die Limitation davon. Also das ist der Vorteil und die Limitation. Der Vorteil ist, dass es relativ einfach zu bestimmen ist mit einer nüchtern Blutzuckerabnahme und Insulinabnahme. Der Nachteil, wer reguliert mir den nüchtern Blutzucker, ist die Leber. Das heißt, ich mache eine gute Aussage über ein Organ und das ist die Leber. Aber die Insulinsensitivität spielt sich eben nicht nur in der Leber ab, sondern spielt sich auch im Skelettmuskel ab und im Fettgewebe. Und um eine Gesamtkörperinsulinsensitivität oder Resistenz abzuschätzen, würde ich ein OGDT brauchen. Aber nicht nur mit Glukosewerten, sondern auch mit Insulin oder besser noch C-Peptid. Und da wird es dann schon relativ aufwendig. Ja, jetzt haben wir nicht viel was Besseres im klinischen Alltag als den HOMA-Index, aber in Wirklichkeit wissen wir, was uns der aussagt, auch so genug, indem wir Patientinnen, die übergewichtig oder adipös sind, eben anschauen, den BMI messen und dann kann ich auch ohne den HOMA-Index ganz gut zurechtkommen, der mir noch dazu eben nicht die detaillierte Information über die Insulinsensitivität gibt, die ich gern haben möchte. Das könnte ich nur über einen OGDT machen mit mehreren Messungen von Glucose, Insulin und C-Peptid. Ja, vielen Dank. Gibt es von Ihrer Seite Fragen? Bitte. Ist es akzeptabel, das HbA1c nicht nüchtern zu bestimmen? Ist es akzeptabel, das HbA1c nicht nüchtern zu bestimmen? Ja, das HbA1c hat eine Halbwertszeit von 120 Tagen. Das ist eine Sicherheitsfrage. Ja. Das heißt, das ist auch der große Vorteil, der Patient muss nicht nüchtern sein. Ja. Nüchtern, da haben sich übrigens die Labormediziner seit Neuestem auch geeinigt, das heißt 12 Stunden lang nichts essen, nichts trinken. Also außer Wasser selbstverständlich. Bitte. Haben die Cholesterinwerte eine Aussage? Es kommen so viele Leute immer von dem praktischen Erstgeschick mit so einer Latte Cholesterinwerten. In der Schwangerschaft. Auch in der Schwangerschaft. Die warten halt. Ja, naja, also erstens in der Schwangerschaft, ich kann es ja nicht therapieren. Ich kann es nicht therapieren. Zweitens, in der Schwangerschaft steigt das Cholesterin automatisch an. Ja, ohne einer pathologischen Relevanz. So gesehen noch dazu eine ganz interessante Beobachtung. Bei Patientinnen mit Typ-2-Diabetes oder Adipositas steigt das Cholesterin nicht so stark an wie bei normalen Patientinnen. Den exakten Effekt kennen wir noch nicht, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die eine größere Plazenta haben und das wahrscheinlich direkt zum Kind geht und wahrscheinlich auch irgendwie was mit der Kindsgröße zusammenhängt. Ja? Aber da wir es nicht therapieren können, das ist eine nette Beobachtung, wir kennen noch nicht genau die Auswirkungen davon. Diätologisch kann ich das Cholesterin sowieso relativ schlecht angehen. Die Triglyceride schon. Wahrscheinlich sind die Triglyceride hier der bessere Parameter. Den kann ich diätologisch deutlich besser angehen und da ist ein Zusammenhang mit der fetalen Makrosomie auch bewiesen. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ich habe noch eine Interessensfrage an. Ich habe da, glaube ich, ernst. An den Kollegen Göbel. Vielleicht ist es eine blöde Frage, aber du hast gezeigt, natürlich, wie wichtig Lebensstil, Anpassung bei den Typ-2-Diabetikerinnen bzw. bei den GDM-Patientinnen ist. Spielt der Lebensstil bei den Typ-1-Diabetikerinnen eine Rolle oder bei den Typ-1-Diabetikerinnen in der Schwangerschaft? Ich weiß, es ist nicht so sehr wie bei den anderen, aber berätst du deine Patientinnen diesbezüglich oder ist da nichts zu holen? Die Typ-1-Diabetikerin ist ja grundsätzlich, ich habe es versucht anzusprechen, sie ist ja grundsätzlich eine ganz andere Form der Patientin. Das ist nicht die Patientin, die so dieses metabolische Risiko an sich hat, nicht die Adipositas hat, der ich nicht sagen muss, sie muss abnehmen, sondern ist normalerweise als eine Patientin, die eine chronische Erkrankung hat, relativ anders, lebt schon
daher mal deutlich gesünder, wenn sie schwanger wird und so weiter. Ist auch deutlich besser aufgeklärt meistens. Als es hat einen Grund, warum eine Patientin einen Typ-2-Diabetes hat, wenn sie 30, 35 Jahre ist. Ja, das ist oft wirklich ein Lebensstilproblem. Das hat die Typ-1-Diabetikerin nicht so. Aber ja, es nehmen auch zu, diese Patientinnen, die Typ-1-Diabetes haben und übergewichtig sind. Das nimmt zu. Das heißt, die haben nicht nur einen Typ-1-Diabetes, sondern die sind auch übergewichtig, sind adipös, haben gleichzeitig auch eine Insulinresistenz, eine zunehmende, spritzen enorme Dosen an Insulin manchmal und das wird in der Schwangerschaft noch schlechter. Also wenn ich eine adipöse Typ-1-Diabetikerin habe, dann ist das ein Problemfall. Ja? Und das habe ich auch teilweise gehabt, habe ich auch teilweise therapiert. Nicht einfach. Sogar eine bariatrische Patientin einmal gehabt mit Typ-1-Diabetes. Ja? Also hat auch eine gewisse Relevanz bei manchen Typ-1-Diabetikerinnen, würde ich sagen. Sonst muss man sagen, Typ-1-Diabetikerinnen sollten ja eher flexibel sein mit ihrer Ernährung. Denen soll man ja nicht sagen, essen Sie weniger, sondern denen sagt man, Sie essen so und so viel, Sie schätzen das ab, Sie wissen, wie viel Gramm Kohlenhydrate Sie circa zu sich nehmen und spritzen entsprechend Insulin. Ich hätte noch eine Frage an den Dozent Feichtinger. Jetzt ist es so, dass man sozusagen, wenn man substituiert, verliert man auch gleichzeitig Zeit für eine mögliche Therapie. Aber IVF ist ja sozusagen ein Thema, je jünger die Patienten oder die Eltern sind, desto höher ist die Erfolgsrate. Wann macht es Sinn, sozusagen eine Substitution zu probieren und zu sagen, schauen wir mal, ob es damit besser wird? Und wann würdest du gleich sozusagen zur IVF raten? Ich glaube, das ist eine total wichtige Frage, weil mir schon auch immer wieder Patienten unterkommen, die vielleicht auch weit über 40 sind und die dann zweieinhalb Jahre Kinderwunsch haben und dann sagen, naja, der Arzt ihres Vertrauens, sage ich jetzt einmal so, hat ihnen gesagt, sie sollen jetzt einmal Nahrungsergänzungsmittel nehmen und einmal weiter probieren. Das ist natürlich grob fahrlässig. Also bei einer Frau jenseits der 37, 38 würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel auf Zeit spielen. Natürlich immer je nachdem, wie lange der Kinderwunsch schon besteht und je nach Individualsituation. Bei einem jungen Kinderwunschpaar, wie gesagt, ist auch die Nahrungsmittelsupplementierung oder Vitamingabe ein super Ansatz, um in Wirklichkeit das Gegenteil zu machen, zu sagen, na gut, wir nehmen da jetzt einmal Druck raus, wir nehmen sie einmal ihre Vitamine und das wird schon klappen, weil natürlich kennen wir das, natürlich gibt es Paare, die nach 3 bis 6 Zyklen schon die Nerven wegschmeißen und irgendwas passt nicht und da muss doch was sein. Aber das würde ich nur bei wirklich jungen Patientinnen bis zu maximal 35 machen. Alles, was so auf die 40 zugeht, würde ich davon Abstand halten. Und wie machst du es bei den übergewichtigen oder die bösen Patientinnen? Empfiehlst du denen zuerst das Gewichtsreduktion und welchen BMI visierst du da an, bevor du jetzt sagst, wir gehen in die Richtung IVF? Auch da ist es extrem wichtig, fair der Patientin gegenüber zu sein. Also natürlich, wenn wir die Patientin, die übergewichtige Patientin vor uns haben, tun wir uns als Arzt einmal leicht zu sagen, na, sie müssen Gewicht abnehmen, weil das verbessert ihre Chancen und überhaupt sind sie zu dick und nehmen sie mal Gewicht ab. Wichtig ist, einmal genauso wie mit der Nahrungsmittelsupplementierung, einmal zu schauen, wie alt ist diese Patientin. Also ich denke, es ist nicht fair einer 39-jährigen Patientin, die jetzt noch Anspruch auf eine Fondsunterstützung hat, der zu sagen, wissen Sie was, kommen Sie in 2 Jahren wieder und nehmen Sie jetzt einmal Gewicht ab. Das kann man eigentlich nicht wirklich machen. Und auch bei jungen Patientinnen würde ich warnen davor, ich habe jetzt vor einem Monat, vielleicht kurze Anekdote, eine Patientin gehabt, die war schon relativ dick. Die hat so ein BMI von 35 gehabt. Die ist zu mir gekommen, war schon in einem anderen Kinderwunschinstitut in Wurschtwo und hat sich zu mir gesetzt und gesagt, ja, das hat jetzt einmal nicht geklappt und wir wollen jetzt bei Ihnen die Behandlung machen. 30 Jahre, nicht alt. Und ich hab schon den Reflex in mir gespürt, ihr zu sagen, wissen Sie was, Sie sind zu dick, Sie sind 30 Jahre, kommen Sie in 2 Jahren wieder und machen Sie einen Magenbypass, nehmen Sie ab, machen Sie irgendwas, aber so kann ich Sie nicht behandeln. Und ich habe dann ein AMH abgenommen und blöderweise hat diese Frau auch ein AMH von 0,5 gehabt. Und natürlich, der kann ich nicht antun, dass ich der sage, kommen Sie in einem Jahr wieder, weil in einem Jahr ist die, auch wenn die erst 30, 31 ist, ist die vielleicht in der Menopause. Also ich glaube, es ist total individuell. Eine Patientin, die eine gute Prognose hat, die jung hat, die eine gute Eierstockreserve hat, natürlich, die muss abnehmen. Und da muss man auch dann als
von mir aus als Kinderwunschinstitut oder als behandelnder Arzt der Buhmann sein, dass man sagt, ich behandle sie nicht und das geht jetzt nicht und sie müssen jetzt ihr Leben ändern. Aber man muss sich auch hüten davor, da zu schnell zu schießen. Ja, ich erinnere mich an unsere frühe wissenschaftliche Zusammenarbeit. Wir arbeiten ja schon lange miteinander zusammen und an Studien, die wir da präsentiert haben, wo Patientinnen mit Adipositas nicht schwanger werden und dann, wenn sie deutlich Gewicht abnehmen, zum Beispiel mit Magenbypass, sogar die, die eben nicht therapierbar sind mit IVF, dann plötzlich spontan schwanger werden können, zu einem sehr hohen Prozentsatz. Das ist schon ganz interessant. Das ist natürlich. Die junge Patientin, die vorwiegend ein metabolisches Problem hat, die profitiert natürlich total davon. Noch eine Frage von online. An mich. Können Sie die OGDD-Grenzwerte in der Schwangerschaft 25 bis 28. Schwangerschaft und außerhalb der Schwangerschaft erläutern? Ja, also ich habe die Daten gebracht von der HAPO-Studie. Das ist die Studie, wo ein Zusammenhang gezeigt wurde, so ein kontinuierlicher Zusammenhang zwischen den OGDD-Glukosewerten in der Schwangerschaft und dem Risiko für die Makrosomie, für die Hypoglykämie und für die Sektiorate. Und aus diesen abgeleiteten Grenzwerten, die wir hier auch verwenden in der Schwangerschaft, das ist das größer gleich, 92, 180, 153 Milligramm pro Deziliter jetzt gesprochen, weiß man, dass das Risiko für diese Komplikationen den Faktor 75% erhöht ist. Ja? Deswegen hat man sich auf diese Werte geeinigt und eben ein Wert gilt schon hier als positiv. Und außerhalb der Schwangerschaft kamen diese Grenzwerte dadurch zustande, dass man ab diesen Prädiabeteswerten, die ich Ihnen vorgestellt habe, Zusammenhänge gesehen hat mit der späteren Entwicklung von Diabeteskomplikationen wie Retinopathie. Also die kann es dann schon eben bei den Patientinnen mit gestörter Glukosetoleranz geben. Wobei der Nüchternwert auch wieder eher auf eine Insulinresistenz der Leber Aussage gibt und der 2-Stunden-Wert eher dann auf den Muskel. Ja, vielen Dank. Gibt es von Ihnen noch weitere Fragen? Wenn nicht, darf ich mich bei den Online-Zuhörern bedanken und darf auf den metabolischen Teil der Veranstaltung sozusagen überleiten. Hoffentlich im Rahmen eines normalen OGDD.